Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute werden wir eine Map spielen und hoffentlich bis Runde 100 kommt. Das ist auch mein einziges Ziel heute. Ich mache keine doofe Challenge oder sowas, sondern einfach nur Level 100, damit ich das zumindest ein einziges Mal alleine hinbekomme. Und dafür habe ich mir den Quincy ausgesucht. Jetzt wieder alle so, oh nein, Dizzy, bist du behindert? Quincy ist doch der schlechteste von allen. Ich meine, er ist der günstigste. Von daher muss er der schlechteste sein, nicht wahr? Aber ich mag ihn sehr gerne, weil er kann zu einem mit Level 5 schon Tarnblut sehen, von sich aus. Und ich glaube mit Level 7, genau. Hat auch schon den Explosionspfeil. Das heißt, er kann auch Bleibloons und Tarnbleibloons ab Level 7 einfach angreifen. Was in der normalen Reihenfolge der Runden eigentlich immer ganz gut hinkommt. Und wir werden hier den Kubismus auf schwer spielen. Ich weiß, der Michaelius Lois Dingsbums-Typi wollte mal, dass ich die alternativen Blumenrunden spiele. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal besser, wenn ich allgemein mal bis Runde 100 komme. So, da haben wir unseren schönen Quincy. Und ich mag ihn sehr. Deswegen mach dein Zeug, Quincy. Wer Quincy gar nicht kennt, der hat am Anfang gleich schon die Fähigkeit, also ab Level 3, glaube ich, dass er den Schnellschuss hat. Und wenn man den aktiviert, dann schießt er halt schneller. Cool, oder? Also eigentlich ist er nur ein Wurfpfeilaffe mit einem Bogen statt Dartpfeilen. Ja, irgendwie so. Das Problem ist halt bei den alternativen Blumenrunden, warum ich die jetzt noch nicht mache, da kommen die ersten Tarnblumen schon ab Level 5. Das heißt, man wird quasi dazu gezwungen, von Anfang an sein Wurfpfeilaffen hier auf 002 zu bringen. Hätte man eigentlich auch machen können, Leute. Machen wir aber auch irgendwann. Oder halt einen Ninja-Affen zu platzieren. Da habe ich jetzt erstmal keine Lust zu, weil ich will ja mal Quincy hier zeigen. Ich mag ihn voll. Quincy ist witzig. Setzen hier vielleicht noch so einen Klexi-Bexi hin, der dann die alle schön verklebt. Und eigentlich können wir auch noch einen zweiten normalen Affen hier irgendwo hinsetzen. Denn vielleicht irgendwie da so oder hier. Der kriegt ja noch ein bisschen mehr Reichweite, ne? Denn ich kann zwei von den, ich weiß gar nicht, wie die heißen, von diesen super Armbrustschützen machen. Wie heißen die denn? Armbrustmeister Großtypi? Armbrustmeister, genau. Davon kann ich zwei machen, habe ich nämlich in meinen Primärtree freigeschalten. Und das möchte ich auf jeden Fall heute hinbekommen. Das wäre bestimmt ganz witzig. Dann hätten wir hier die ganze Fraktion mit ihren Armbrüsten, beziehungsweise er hat halt einen Bogen, aber das ist ja fast eine Armbrust. Ist ja quasi die, der Vorreiter der Armbrust. Und da hatten wir gerade unseren ersten Bleibloon, unseren ersten Tarnbloon. Den der Quincy aber natürlich mega gut gesehen hat. Und das ist gleich sogar schon Level 7. Und dann könnte er halt mit jedem dritten Schuss auch diese ganzen Bleibloons angreifen, was mir dann mein Scharfschützenaffen spart. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir können hier auch unseren ersten Scharfschützen schon mal machen, wo wir gerade von Scharfschütze reden. Weil sonst mache ich immer ganz gerne noch den Scharfschützen hier, also den ganz normalen Scharfschützenaffen, mit 1-1, also mit dem Vollmantelgeschoss und dem Nachtsichtgerät. Weil mit dem Vollmantelgeschoss kann er halt durch Bleibloons durchschießen und mit dem Nachtsichtgerät noch Tarnbloons angreifen. Und da es ja tarnierte Bleibloons gibt, ist das eigentlich immer meine Go-To-Affenform, die ich hier mache. Nein, der Quincy kann doch nichts machen. Oh boy, okay, wir brauchen dann doch nochmal genau das, was ich gerade gesagt habe. Oh shit. Hä? Ach, ja, genau, ich habe hier den auf 1 gebracht, deswegen kann er die jetzt kaputt machen. Damn, ich dachte, Quincy wird Level 7, bevor die ersten Bleibloons kommen. Scheinbar nicht. Na gut, dann holen wir uns auch noch das Nachtsichtgerät. Because why not? So, dann kann er die alle kaputt machen und ich glaube, Quincy ist jetzt auch Level 7. Ja. Dann wird er das auch alleine hinbekommen, to be honest. Aber whatever. So, was ich sonst noch sehr, sehr gerne mag, sind tatsächlich diese Helikopter. Der ist wirklich wunderfantastisch. Oh, fuck. Moment. Okay. Töten die alle? Okay, alles gut. Und bei den auf 2,5 zu bringen. Mega gut, vor allem diesen Moabschub, den habe ich durch den PSX gelernt. Der ist ultra witzig, dieser Moabschub, unfassbar gut. Deswegen werde ich da jetzt auch schon gleich drauf sparen. Macht zwar nicht Damage, aber das macht, dass wenn ein Moabloon ankommt, dass er dann zurückgehalten wird. Werdet ihr den gleich auch nochmal sehen. Und was wir auch noch machen könnten, wäre einen Alchemisten dazu zu packen. Zu unseren netten Leutchen hier. Vielleicht so, dass er nicht im Bereich des Klexas ist, sondern nur im Bereich der anderen drei. Irgendwie dahin. Und der kriegt natürlich sein Gebräu hier und sein Säurepool. Die mag ich auch sehr gerne. Allgemein so Verstärkungssachen. Hat dann aber, glaube ich, auch schon gemerkt, als ich das mit der Shinobi-Taktik ausprobiert habe oder als ich das mit den Druiden ausprobiert habe. Das ist ja alles irgendwie dasselbe. Deswegen spiele ich auch Supporter in allen möglichen Spielen. Zum Beispiel in League of Legends. Hey, ich weiß gar nicht, warum ich so viel Geld bekomme, to be honest. Okay, hier Moabschub aktivieren. Danach kommt schon der Comanche-Verteidigung. Die ist auch richtig cool, weil da kommen dann so drei. Jetzt seht mir das auch mal mit dem Moab hier. Der wird einfach zurückgedrängt von dem Helikopter. Das ist so witzig. Der kann sich halt null bewegen. Vor allem, wenn das nur einer ist.
Guckt euch das an, der kann nichts machen. Zurück mit dir, du fieser Moab. Und ja, bei der nächsten Verbesserung kommen da dann halt so drei kleine Helis an, wenn sie gebraucht werden. Und die vernichten dann auch alles. Und die letzte Stufe ist sowieso das Allerkrasseste. Ich glaube, da sind die dann permanent da. Und ebenfalls drei weitere. Permanent. Warte, sind das dann sechs? Nee. Drei weitere, okay. Aber die sind dann permanent. Bei der vierten Verbesserung hier sind die ab und zu nur da, wenn es irgendwie brenzlig wird, wie auch immer die KI das weiß. Und beim letzten sind die dann immer da. Und das ist auf jeden Fall auch heute Ziel. Also ich möchte auf jeden Fall drei Level 5er haben. Und wir können eventuell noch ein Affendorf hier irgendwie hinsetzen, ne? Der die alle... Ja, komm. Der soll die einfach mal alle verbessern. Und ja, hier Dschungeltrommel auch. Und natürlich auf den zweiten Weg, weil dieser Affen-Nachrichtendienst ist auch mega OP. Oh, wir haben gerade unsere zweite Fähigkeit bekommen von Quincy. Da kann er so einen Sturmpfeilhagel von oben herunterregnen lassen. Allerdings so ein relativ kleinen Gebiet, also nicht über die ganze Map, wie vielleicht einige denken. Aber der macht auch richtig viel Damage. Aber nach dieser Runde können wir uns erstmal den Comanche Verteidigung kaufen. Guck mal, jetzt ist das so ein richtig cooler Militärhelikopter. Also er war auch davor schon ein Militärhelikopter, aber jetzt sieht er so tarnmäßig aus. Aber die nächste Stufe kostet schon 38.000. Und da sind die kleinen. Kommt, meine kleinen Comanche Helikopter. Töt, oh, da sind sie schon wieder weg. Oh boy, die waren aber nicht lange da. Haben gemerkt, dass sie hier nichts zu tun haben und sind gleich wieder abgehauen. Theoretisch könnte man doch auch einfach den Heli mit so einem Alchemisten auch noch verbessern, oder? Dann kriegt der das alleine. Ja, warum nicht? Lohnt da der 4-0er-Weg, ist die Frage. Weil er ist doch jetzt auch permanent... Ne, er ist nicht permanent verbessert. Okay, dann mache ich den auf den 4er. Stärkere Simulanz! Macht er das jetzt permanent? Ist der Heli jetzt... Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger ist er jetzt permanent verbessert. Wir können ja trotzdem noch den Säurepool hier machen. Dann macht er hier auch noch auf dem Weg was voll. Ach doch, das ist schon in Ordnung. Und wen ich auch noch richtig gerne mag, ist hier dieser... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der Affenpionier? Heißt er so? Ja, Affenpionier. Auf jeden Fall kann der Typ, ich glaube, auf dem dritten Pfad... Ne, auf dem zweiten Pfad. Hier dieser Reinigungsschaum. Den mag ich richtig gern. Der macht Tarnung weg und entfernt auch bei Bleibloons den Blei. Und dieses Übertakten ist ultra stark, habe ich mitbekommen. Auch da wieder danke an den PSI. Damit kann man halt einen Affen für eine richtig, richtig lange Zeit... übertakten, sodass er dann schneller angreift. Und obwohl da kurze Zeit steht, es hält sehr, sehr lange an, muss man sagen. Und ich glaube, ich hole mir auch noch ein paar Wachkanonen. Warum nicht? Die sind auch witzig. Da wird der PSI jetzt bestimmt wieder sagen, nein, mach das doch nicht. Jetzt hast du wieder 1000 Geld für nix ausgegeben, du Dummkopf. Das ist jedes Mal witzig. Hä, er kann sogar zwei Moabs anhalten. Das war mir auch nicht bewusst. Einfach alle Moabs, die vor ihm sind. Dann ist das ja richtig die Geldverschwendung, wenn man mehr als ein Heli hat, oder? Wir sind auf jeden Fall gleich schon in Runde 80. Es geht irgendwie inzwischen viel schneller als früher. Wahrscheinlich, weil ich weniger anhalte, ne? Das wird Sinn ergeben. Wäre schon schön, wenn ich bis dahin zumindest ein Armbrustmeister hätte. Oh, das könnte knapp werden mit den 27.000. Obwohl, nee, jetzt kommen da so viele kleine Bloons. Okay, dann werden wir ihn hier verbessern. Und seinen ersten Armbrustmeister. Oh, wie schnell die Zahl jetzt einfach hochgeht, wenn er dann mal angreift. 60.162. Holy shit, wie viel hat der andere? 45.000, auch nicht so schlecht, aber der greift halt ultra krass schnell an. Und er wird halt doppelt und dreifach verbessert. Und wir sind jetzt schon in Runde 80. Heftiger Kack. Ich werde jetzt auch auf die zweiten 27.000 sparen. Für den zweiten Armbrustmeister. Das ist auch so eine geile Verbesserung im Primär-Tree, dass man zwei Armbrustmeister haben kann. Und das war Runde 80. Das war einfach. 220 Affengeld. Yay, wir spielen aber natürlich weiter. Ich hoffe wirklich, dass ich heute mal bis Runde 100 komme und die auch schaffe. Ich war jetzt schon einige Male bei Runde 98, 99, aber die 100 habe ich wirklich noch nie geschafft. Also zumindest nicht alleine. Im Koop doch schon mal. Aber ich glaube, da wurde ich mehr gecarried, als dass ich selber was gemacht habe. So ehrlich bin ich dann doch. Ich würde es halt gerne mal alleine schaffen. Guck mal, unser Scharfschütze hat auch schon 23.000. Also so bad finde ich das jetzt auch nicht. Der ist jetzt nicht so heftig ausgerüstet, dass er irgendwas machen würde. Oh nein, ein ZOMG. Aber wir können unseren zweiten Armbrustmeister holen. So, jetzt wird's abgehen, Leute. Jetzt wird's richtig abgehen. Da kommt gar nichts mehr durch. Keine Chance, ihr komischen Moabs. Keine Chance habt ihr. Na, wo jetzt hier die zwei, drei Zoms ankommen? Oder wie viele sind das? Nee, guck mal, die sind auch einfach viel zu schnell kaputt gegangen. Ich muss nicht mal meine Fähigkeit einsetzen von Quincy. Stimmt, das wäre auch nochmal interessant, ne? Der hat 145.000. Geht aber auch rasch hoch. Okay, aber nee, die Armbrustmeister sind ja einfach viel zu heftig. Was geht denn bei ihm ab mit seinen 250.000, ey? Oh, da kommen die Schwarzen. Never mind, sie sind schon tot. Das müsste ich mir auch nochmal irgendwann angucken, wie viel man so pro Runde bekommt, wenn man alle Bloons da drin tötet. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert so.
wann welche Bloons kommen. Also die Bloon-Runden habe ich mir angeguckt bis Runde 100. Damit ich weiß, ab wann brauche ich Sachen gegen Tarnbloons, ab wann brauche ich Sachen gegen Bleibloons und sowas. Dafür ist das ganz gut. Aber es wäre ja auch nochmal interessant zu wissen, wie viel Geld man bekommt. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch unser Affendorf hier verbessern. Und zu den Waffen, zu den Affen holen wir uns auch nochmal. Das ist nämlich auch richtig witzig. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall gegen die DDTs auch gut an. Ganz viele Sachen hier vergessen. Aber jetzt habe ich natürlich hier meinen Comanche-Kommandant nicht. Oh mein Gott. Aber zu den Waffen ist auch richtig witzig. Wenn man das nämlich einsieht, ich mache das jetzt einfach mal. Bis Runde 100 sollte das wieder da sein. Dann werden alle Affen im Umkreis auch wieder verbessert. Ich glaube um 50% schneller oder sowas. Lass mal nachgucken. Ich bin mir da natürlich nicht ganz so sicher. Verleiht allen Affen in der Nähe plus 50 Angriffsgeschwindigkeit und lässt Bloons 10 Sekunden lang platzen. Wie? Warte, gehen die Bloons dabei auch kaputt, während man das macht? Was passiert da? Auf jeden Fall werden deine Leute 50% schneller. Was natürlich bei so einem Armbrustmeister-Typen einfach Overkill ist. Vor allem, wenn du zwei davon hast. What the hell? Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht meinen zu den Affen für diesen. Oh, oh, oh. Kommt da was durch? Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Ja, doch. Oh, oh, okay. Wir müssen doch unser zu den Affen einsetzen. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das dann bis zur Runde 100 wieder. Ganz. Ach nee, guck mal. Das hat ja voll die geringe Abklingzeit. Ja, ja. Und Runde 100 ist ja auch ein richtig langsames Teil, oder? Ich glaube, das sollte easy sein. Vor allem, weil die hier dreimal vorbeikommen. Ah, so langsam ist er gar nicht. Aber wir sind jetzt schon in Runde 100. Ein bisschen doof, dass ich den Typen hier nicht auf voll gebracht habe. Was geht ab? Was sind das denn für Pfeile? Mit zu den Affen und der ersten Fähigkeit von Quincy. Oh shit, hoffentlich kriege ich das überhaupt hin gegen den. Ich habe jetzt halt noch 30.000 Money. Und habe sie nicht eingelöst. Das ist ein bisschen dumm, ne? Kann der mal bitte kaputt gehen? Okay, soweit so gut. Wir haben gleich wieder zu den Affen. Ah, okay, wir haben ihn nicht tot bekommen, bevor er hier vorbeigekommen ist. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben einen recht guten Insta-Affen bekommen. Also wird diese Druidentaktik 0-2-3er, mega gut. Und ich habe endlich Runde 100 geschafft. Mega nice. Okay, wir spielen natürlich trotzdem noch weiter, um zu gucken, wie weit wir kommen. Und ich möchte auf jeden Fall noch hier diesen Level 5 Hubschraub haben. Endlich mal eine Taktik, die aber funktioniert hat. Da bin ich sehr, sehr froh. Aber wahrscheinlich lag das wirklich daran, dass ich einfach diese komischen Challenges gemacht habe und die nicht gut durchdacht hatte. Ich weiß halt auch wirklich nicht, was krass ist oder so. Ob jetzt Runde 130 schon krass wäre oder was. Wir probieren es einfach mal. Und auch, ob man vielleicht noch mehr Sachen bekommt. Also ihr habt mir ja irgendwann mal gesagt, dass man ab Runde 100 halt diesen Insta-Affen bekommt und man deswegen versuchen sollte, bis Runde 100 zu kommen. Aber kriegt man dann zum Beispiel auch bei Runde 150 und bei Runde 200 auch irgendwas? Und wir können uns den Comanche-Typen leisten. Jetzt sind permanent seine drei Leute hier. Geil, ey. Und damit haben wir drei Leute auf Level 5. Wir haben zwei Armbrustmeister. Oh Gott, ich muss trotzdem hier aufpassen und meine Fähigkeiten einsetzen. Ich glaube, sonst schaffe ich das hier nicht. Oh boy! Hä? Okay, ich habe nicht aufgepasst. Shit! Hätte ich meinen Pfeilhagel da schneller eingesetzt, dann hätten wir locker noch weiterspielen können. Nur Runde 106? Ich glaube, das ist voll nicht gut. Aber egal, ich habe endlich mal Runde 100 geschafft. Da bin ich sehr happy drüber. Nice. Okay, dann werden wir nächstes Mal, wie heißt das hier, diese alternativen Blumenrunden machen, weil sich das der Michelius mal gewünscht hatte. Da weiß ich aber noch nicht, wie gut das sein wird. Da muss ich auf jeden Fall wieder mit einem Ninja-Affen oder so spielen. Weil da eben am Anfang diese Tarnbloons einfach schon ankommen. Werden wir aber nächstes Mal machen, wahrscheinlich aber auf einer anderen Map. Ich bin happy, dass ich Runde 100 geschafft habe. Eine gute Taktik. Und das sogar mit Quincy. Und mir fehlen genau $30 für die Sache, die ich noch haben will. Nämlich das da. Die tödliche Ruhe. Wodurch der Blunizo und der Großmeister Ninja einen extra schwierigen haben würden. Aber ich habe leider kein Geld. Ich bin ein armer Schlucker. Naja, dann mit dieser erfolgreichen Runde würde ich sagen, was das mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.